Ich habe auch in den komischen hässlichen Turm eingesammelt. Der hässliche Assassine da war mit dem Riesenspeer. Also nicht den Riesenspeer, sondern die Lanze. Müsste ich eigentlich auch eingesammelt haben. Hier habe ich den auch eingesammelt, wie wir sehen. Warte mal. Ich habe irgendwo eine Tür, wo ich durchgehen konnte. Die aber verschlossen war. Wo waren die denn? Was ist das für ein Weg? Ach so. Hier kommt nichts. Da drüben muss ich mal gucken. Also 1000 Schaden macht das hier. Kontrollieren wir, wo hier noch da ist. Müsste hier sein. Und die Aschehaufen ist noch da. Kann doch noch ein Weg sein. Also sind wir noch die ganzen Location von den Viecher an. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Leider. Das ist halt so bitter. Na gut. Da gab es nicht. Da ist das hier Turm mit den 40. Und da war nix. Dann, oh, Doppelzahn, ja, hast du jetzt hier. Dann werden wir mal hier lang gehen. Vielleicht doch den Turm vergessen irgendwie.
Aber ich kann es eigentlich nicht vergessen haben. Jetzt bin ich paranoid. Ich glaube, ich habe doch 12 Erinnerungen gehabt. Boah. Dachte, hier wäre nur ein, sag ich mal, so ein Schattenvieh. Aber wie ich sehe, da ist ja nichts. Ich habe nur eine gesammelt. Ja. Autsch. Na gut, dann porte ich mich zurück. Ja. Eigentlich sollte ich alles haben. Sollte. Soll ich jetzt von oben nach unten noch absuchen? Der Schmelzerthron. Den wollte ich eben vergessen. Ich noch ein bisschen oben nach und sag mal bis zum Ach shit, du kommst ja jetzt hier raus. Hört aufs Ruckeln. Ja, Treppen sind euer Nemesis. Treppen sind nicht euer Weg to go. Way to go. Der Weg. Von dort komme ich. Da habe ich den umgebracht, da war doch der dicke Klotz gewesen. Da habe ich auch kontrolliert, da habe ich auch eingesammelt. Nee, war da, wo er. Okay, jetzt weiß ich, wo das ist. War das
war da gewesen mit den Herumtreiber, wo die vier Klaus mit Gift nicht klar kamen. Ne, da hängt auch einer da mit den Aschehaufen dort. Oh. Irgendwie verpasst. Das Wichtige verpasst, na klar. Da draußen war nix gewesen. Da geht die Treppen runter, bin unten beim Foyer, glaube ich. Das kann gut möglich sein, dass ich beim Foyer wieder rauskomme, dann weg da runter gehe. Das war das gewesen. Anscheinend habe ich nichts verpasst hier. Soll das noch eine sein? Gehen wir nach oben, geh jetzt mal. Ach, wer ist das? Ich werde jetzt erstmal die unterste Ebene ein bisschen klären, dass die beiden Riesen nicht mehr wieder respawnen. Also, hier ist wirklich nix, ja, mit den Thron. Das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Ja, anscheinend ist hier nix. Also gehen wir jetzt nach unten. Ihr werdet jetzt ein bisschen von mir leben, wie ich jetzt die Ben hier die ganze Zeit nur umbringe. Okay, das ist der hier der einfachste.
der erste ist weg. Zweiter auch? Ja, endlich. Hört. Die Pen sind jetzt weg. Endgültig damit. Dann habe ich jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Reise nach der Schule und mal ein paar Level Ups. Ich hab bei manchen ein bisschen gewundert, den Damage auf einmal, was die ausgeteilt haben. Zaubergeschwindigkeit wurde erhöht, cool. Jetzt freue ich mich richtig auf den hier. Ach, mal sehen, ob er funktioniert bei denen. So, ein paar Truppe brauche ich erstmal nicht. Ist das doch Magier, oder? Ist nicht der Magier, den ich in den Werften getroffen habe? Den ich hier rufen könnte? Okay. Anscheinend kann ich nicht vergiften. Okay. Also Gift kann ich rausnehmen. Das war ja nur ein Test gewesen, die Runde jetzt hier. Den Gift. Also heißt, ich muss ihn wieder Standard töten. Sauber einstimmen. Der Nebel kommt raus. Versuch mal den großen Seenspeer wieder zu feuern. 60, der ist scheiße. Ja, sonst habe ich ja nichts mehr außer die 60, die nächsten werden hier. Also Seenspeer. Und nehme ich den noch? Aktuell brauche ich nichts anderes mehr. Kann seine Dino holen, Dino haben möchte. So, die Kristalle sind gleich als erstes ein und können die großen Seelenpfeile auch ganz fünf beschwören. Cool. Ja, beides getroffen. Okay, Magie ist scheiße gegen ihn.
14 ist stärker. Finsternis ist dagegen stärker. Autsch. Wie leuchtet denn der scheiß Klinger? Oh, er reitet jetzt von der. Also ich darf da nicht so nah ran. Ist doch nicht wahr. Hit, Hit und nochmal Hit. Gute Ausweichrollen. Scheiße. Oh nee, ich kasse jetzt den Boss jetzt schon, wenn er dich heilen kann nebenbei. Okay, ich muss mir auf Finsternis gehen. Was mache ich denn mit Finsternis? Erinnerung probieren. Was sag ich noch hier? Finsternis Hagel, wäre aber nur horizontal. Das wäre nur Close Range. Ne, warte mal. Finsterner Sturm. Nur gesehen probieren, was der macht hier nochmal. Doch, da habe ich eine richtige Erinnerung. War der Rotz hier, den ich mit nichts anfangen konnte. Was ist das hier dann? Verbundenheit? Ach so, sind die zielsuchenden Kugeln. Setzt ein Wort, reichet Finsternis frei. Und schwächt die Abwehr des Feindes. Lebensentzug. Verwandelt ein bestimmter Anzahl von Seelen in Finsternis, in etwa Finsternis. Alleine anfällt. Okay. Können wir den probieren? Okay, das ist ein Schuss. Erinnerung ist das. Verbundenheit war das hier. Okay. Also weiß ich jetzt zumindest, wenn ich reingehe, wie Verbundenheit einsetzen. Und ihn schwächen, seine Abwehr. Das ist mein Ziel. Danach wird nur noch bombardiert ihn. Ja.
Das Casten dauert einfach viel zu lange. Autsch. Autsch. Oh. Ich liebe dich. Okay. Scheiße. Okay. Da war ich zu nah dran zu drin. Hat er richtig gut gemacht. Die erste Phase wird die schlimmste Phase für mich persönlich. Und ich habe jetzt länger also mit den Scheiß. Ich werf dir ein paar Reste zu, sind übelst scheiße. Die Erinnerungen können verschwinden wieder. Was mache ich denn jetzt denn? Lass ich einfach liegen.